Viele von euch haben mich privat angeschrieben und gefragt, ob ich den Kusuri Schnellkochtopf für euch testen könnte, und dies habe ich jetzt gemacht. Ich habe da drin einen Eintopf mit Fleisch gemacht, und Fleisch dauert normalerweise bei mir 1,5 Stunden. Ich habe das Fleisch in den Kusuri Schnellkochtopf gegeben und für 30 Minuten kochen lassen. Nach 30 Minuten müsste ich ungefähr 5 Minuten warten, bis sich der Entlüftungsknopf automatisch ausschaltet. Das ist, wenn dieser Knopf hier nach unten geht. Dann habe ich den Schnellkochtopf aufgemacht und nachgeschaut, ob das Fleisch schon gar geworden ist. Ich habe mir etwas im Teller getan und wie ihr sehen könnt, ist das Fleisch nach 30 Minuten schon butterzart geworden. Der Schnellkochtopf kann nicht nur schnell kochen, sondern hat eine 9-in-1-Funktion. Es kann zum Beispiel auch Reis kochen, braten, backen, fermentieren und viele andere Sachen. Es gibt auch eine Beschriftung in Deutsch. In meinem Paket war das leider nicht drin, deswegen habe ich mir eins ausgedruckt. Ich habe Okraschoten in den Schnellkochtopf gekocht, dafür habe ich 3 Tüten genommen, jeweils 200 Gramm, also insgesamt 1,2 Kilo. Da passt wirklich auch sehr viel rein. Wenn ihr gerne wissen wollt, wie ich diesen Okraschoten-Eintopf gekocht habe, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen, dann würde ich auch ein Video für euch hochladen. Ich persönlich kann euch diesen Schnellkochtopf nur weiterempfehlen. Den Schnellkochtopf bekommt ihr bei Amazon, den Link dazu findet ihr in meiner Story bzw. in den Highlights.